Der Tiger und ich begrüßen Sie. Bitte strecken Sie Ihre Hand aus und streicheln Sie diesen schönen Tiger. Seien Sie vorsichtig. Er hat genug scharfe Zähne. Heute erzählen wir Ihnen zusammen mit dem Geist des Tigers vom chinesischen Neujahr. Es gibt so eine chinesische Tradition. Es gibt 12 Tiere. Und jedes Jahr wird uns gesagt, das ist zum Beispiel das Jahr des Kaninchens, des Drachens, der Schlange, des Pferdes, der Ziege, des Affen, des Hahns, des Hundes, des Schweines, der Ratte, des Stiers oder des Tigers ist. Aber nur wenige wissen, womit diese 12 besonderen Tiere verbunden sind. Tatsächlich ist hier sehr altes Wissen versteckt. Unser Planet Erde dreht sich um die Sonne und ist tatsächlich sehr klein. Es scheint uns, dass der Planet groß ist. Um in ein anderes Land zu fliegen, müssen wir ins Flugzeug steigen, mehrere Stunden fliegen, manchmal sogar 12 Stunden. Aber wenn die Seele über den Körper hinausgeht, können wir sehen, dass es in unserem Sonnensystem Planeten gibt, die um ein Vielfaches größer als die Erde sind und den Planeten Erde beeinflussen. Und es stellt sich heraus, dass diese riesigen Planeten die Weichen für verschiedene Ereignisse auf der Erde stellen. Wir sind Menschen und das soziale Leben ist uns sehr wichtig. Unsere Arbeit, Karriere, Beruf, Macht sind uns auch sehr wichtig. Und wir möchten sehr gern, dass Geld einfach und frei zu uns kommt, damit all unsere Pläne in Erfüllung gehen. Es ist also genau dieser Bereich im Leben, der vom Planet Jupiter regiert wird. Es ist ein riesiger Planet. Jupiter ist so weit von der Sonne entfernt, weiter als der Planet Erde, dass er 12 Jahre braucht, um in unserem Sonnensystem einen vollständigen Kreis um die Sonne zu bilden. Die Erde umkreist die Sonne in einem Jahr, und bei uns wechseln sich Sommer, Herbst, Winter und Frühling regelmäßig ab. Und Jupiter geht diesen Weg 12 Jahre lang. In jedem Tierkreiszeichen bleibt Jupiter nur für ein Jahr. Darin ist Weisheit verborgen. Wenn Jupiter in einem Tierkreiszeichen ist, dann hat er eine Facette seines Charakters. Und diese Facette des Charakters wurde einst von den alten Weisen mit den Eigenschaften eines der 12 mystischen Tiere beschrieben. Zwischen dem 29. und 30. Dezember 2021 tritt der Planet Jupiter in das Sternbild Fische ein. In diesem Sternbild hat Jupiter nur etwas mehr als 4 Monate zu bleiben. Tatsache ist, dass er bereits im Sternbild Fische war. Aber er kehrt zum Wassermann zurück und betritt erneut das Sternbild Fische. Die Zeit, in der sich Jupiter im Sternbild Fische befindet, bedeutet, dass Jupiter die Eigenschaften eines Tigers zeigt. Das bedeutet, dass Jupiter denjenigen Menschen hilft, die die Eigenschaften eines Tigers in ihrem Charakter haben oder diese in sich selbst entwickeln. Sagen Sie mir, was sind Ihre Pläne für 2022? Möchten Sie Ihren beruflichen Fortschritt sehen? Oder möchten Sie vielleicht Ihre Beziehung zu Ihrem Chef verbessern? Oder möchten Sie vielleicht, dass mehr Geld zu Ihnen kommt? Das ist meiner Meinung nach ein natürlicher Wunsch. Was möchten Sie gerne? Vielleicht möchten Sie gar einen neuen Job finden. Oder vielleicht machen Sie Karriere in der Politik im öffentlichen Leben. Bei all dem brauchen Sie Jupiter.
Januar, Februar, März, April und Anfang Mai. Das Jahr des Tigers gibt uns solche Eigenschaften wie Mut, Intuition, Entschlossenheit, Kraft und sehr starke Naturkraft und eine sehr starke Intuition. Wenn Sie bei der Morgengymnastik die Übung machen, als wäre es ein Tiger, die Klauen eines Tigers, werden Sie sich sanft und plastisch bewegen wie ein großer Tiger, der auf seine Beute wartet. Wenn Sie spüren werden, wie sich diese Eigenschaften in Ihnen manifestieren, bedeutet es, dass Ihnen dieser schöne und erstaunliche Tiger in allen schwierigen Situationen in Bezug auf Finanzen, Macht, Karriere, Lösungen für komplexe Probleme, sogar rechtliche, helfen wird. Es bedeutet, dass all diese Situationen für Sie dank der Schirmherrschaft von Jupiter sehr einfach gelöst werden können. Möchten Sie das? Vielleicht möchten Sie alles selbst machen, ohne die Hilfe einer mystischen, enormen Kraft. Es gibt Leute, die sagen, ich mache alles selbst. Das ist auch möglich. Aber die Energie eines Menschen reicht nicht aus. Seit der Antike wussten die Menschen, dass wenn man sich an die Kräfte wendet, die größer sind als man selbst, diese Kräfte einem definitiv helfen werden und man mit Sicherheit alles leicht und ganz natürlich schaffen wird. Bitte schauen Sie sich diesen schönen, starken Tiger an. Das ist ein Symbol für die nächsten etwas mehr als 4 Monate. Möge die Kraft dieses Tigers nach dem alten Wissen, das in der chinesischen Kultur erhalten geblieben ist, aber tatsächlich der ganzen Welt gehört, möge diese Kraft eines so mächtigen Totems, eines mächtigen Tigers, die Kraft des Jupiters Ihnen in allen Angelegenheiten helfen. Am kalendarischen Neujahrsfest sollten Sie unbedingt etwas von einem Tiger in Ihrem Outfit haben. Es wird ihm sehr gefallen. Frohes Jahr des Tigers, meine Lieben. Die Kraft der lebendigen Schamanentrommel ruft sie zu den Kraftorten. Trance-Praktiken, Flüge in andere Welten, Kontakte mit uralten Zivilisationen und die Bestimmung der eigenen Berufung. Alles das finden Sie im nächsten Seminar. Seien Sie mit der Kraft. Seien Sie im Kraftort.